Seit langer Zeit bin ich schon auf der Suche nach einer Region, wo diese wirklich wunderbare, einmalige Milch herkommen kann, die sogenannte Heumilch. Und zufällig bin ich nach Murau gekommen und es hat mich wie ein Blitz getroffen. Das ist keine Tourismuswelt, eine aufgelackte, sondern das ist eine natürliche Welt und eine natürliche Verbindung von Landschaft, vom Boden und vom Menschen. Die Bergbauern oder überhaupt der alpine Raum sind die Ressourcen für die Zukunft, was Holz anbelangt, was Wasser anbelangt, aber vor allem auch, was ganz qualitativ volle Lebensmittel anbelangt. Hier sind die Tiere noch 180 Tage im Freien, reine Weidehaltung. Und die Bauern, die füttern eigentlich nur das, was auf der Wiese wächst, was eine Kuh zu sich nimmt. Das macht die Qualität der Milch aus. Und gerade nach dieser Qualität sind wir aus. In einer Zeit, wo alles gleich wird, geht es um das, was nur Bergbauern erzeugen können. Ich bin da Bergbauer in Rinneck auf einem, glaube ich, wunderschönen Flecken Erde. Ich bin da am Hof geboren und lebe da und bin eigentlich glücklich, muss ich sagen, und zufrieden. Die Zufriedenheit ist das Wesentliche als Bergbauer. Man hat eine gewisse Freiheit auf dieser Höhe da, auf fast 1200 Meter Seehöhe, ist man quasi ein bisschen, schwebt man über den Dingen, und das vermittelt ein Gefühl der Freiheit. Man sieht, es ist hängig, es ist teilweise steil. Das macht die Arbeit manchmal ein bisschen mühsam. Es ist viel Handarbeit dabei und da steht man mit den Füßen oft auf dem Boden. Auch die Sonne spielt natürlich eine wesentliche Rolle bei der Milchqualität. Im Murau sind die meisten Sonnentage in Österreich und hier kann man diese Milch erzeugen, diese ganz besondere Milch. Das sind Geheimnisse, wo keine Wissenschaft einen Zugang findet, aber jeder Bauer kennt sie. Die Geheimnisse, worauf es ankommt, um wirklich etwas Besonderes zu erzeugen.